Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar befinden wir uns heute in Reichenbach im Thüringer Wald. Das ist in der Nähe von Probstzella, wo auch unser Hotel ist. Und wir wollen uns hier in Reichenbach mal eine alte Untertageverlagerung anschauen. Also das Stollensystem davon, was noch übrig ist. Und zwar handelt es sich dabei um die Untertageverlagerung Rotfeder. Das kommt von einem Vogel. Ja, Rotfeder, Vogel. Und wir wollen in die Stollenanlage schauen, wie es drin ausschaut. Was noch zu sehen ist und vor allen Dingen, wie gefährlich es ist. Wir haben schon einige Sachen jetzt hier am Berg oben gesehen. Ein riesengroßes Loch und so weiter. Schaut einfach mein Video. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und damit ihr kein Video mehr von mir verpasst, abonniert einfach meinen Kanal und macht das mit der komischen Glocke. Da verpasst ihr kein einziges Video mehr von mir. So, wir befinden uns wieder auf dem Weg. Gehen wieder in Richtung Stollen. So, zur linken Hand müsste eigentlich dann schon wieder eine Stollen zu sehen sein. So, wir sind in einem der unteren Stollen. Cool, hier steht sogar noch eine Lore. Folgen wir dem Schienenstrang. Wir müssten ja theoretisch in so eine große Abbauhalle kommen. Hier ist eine Sackgasse. Schauen wir kurz hier rein. Sind wir wieder nass.
hört ein Echo. Wir gehen praktisch doch den Hauptstollen weiter geradeaus. Das sieht fast aus wie so ein Schienenlagerraum oder Schwellen. Oder halt so Sprengmittel. Man muss sich das echt vorstellen, der ganze Berg ist unterhöhlt. Auf der anderen Seite des Berges befindet sich hier die UV-Anke. Hier hat man die ganzen Schwellen zusammengetragen. Wieder ein Abzweig. Echt weit. Ah, ich glaube, hier müssen wir noch mal herfahren. Eigentlich in den Stollen, wo ich nicht hätte rein wollen. Wieder so ein See. Man hat echt damals die ganzen Schwellen noch rausgeholt. Interessant ist natürlich sowas, wo die Schiene dann nach unten weggeht. Druckluftleitung. Also da muss man doch schon ein bisschen lebensmüde sein, um da reinzukrabbeln
Es ist vermutlich sehr interessant da hinten drin. Aber alles schon etwas zusammengestürzt. Wir gehen praktisch wieder Richtung Ausgang. Hier ist wieder die Lore. Und da vorne befindet sich der rettende Ausgang. Hier sind noch ein paar Meter Gleise. So, da ich jetzt beide Hände brauche zum Ausgehen, Kamera aus.